In der Ausstellung Single Shot Films zeigt Philippa Caesar 5 Videoarbeiten, die in den letzten 3 Jahren entstanden sind. The camera device that will render these images back into the grains of animal gelatin, the celluloid film. In ihren Arbeiten folgt Philippa Caesar ihrer Recherche entlang historischer Ereignisse von Portugal und eben mit der kolonialen Vergangenheit ihres Heimatlandes. Und sie bringt in den Filmen Gedanken, Erinnerungen an die Oberfläche, die von Protagonisten handeln, die eigentlich marginalisiert von der Gesellschaft diese Ideologien, diese Geschichte neu zeigen. Right in the center of the small West African country of Guinea-Bissau. José Bulama Kobumba, Josefina Crato, Flora Gomes. Die Geschichte vielleicht anders aufzugreifen und kam auch aus der meiner Erfahrung. Geschichte, die in dem Buch steht, eigentlich auch in Frage zu stellen. Also die Geschichten, die man in der Schule lernt und in den Geschichtsbüchern bekommt, die eigentlich auch kritisch zu sehen und dann vielleicht was anderes, also so eine alternative Sicht auf die Ereignisse der Vergangenheit zu sehen. Houve um momento em que se fez a reconstrução da história, assim como as avenidas mudaram de nome. Aquelas estátuas, monumentos que refletiam a dominação, o imperialismo. Fotos oder Filme oder Tonaufnahmen, die geben Informationen, aber nicht über das Ganze. Und das muss man fast in Zusammenhänge stellen, um den eigenen, den Sinn, den man eigentlich geben will, zu produzieren. Und ich glaube, das interessiert mich sehr, dass diese Fragilität der Dokumente eigentlich. Mir gefällt, dass sie einerseits filmhistorische Bezüge einfließen lässt in ihre Umsetzung, andererseits auch, dass sie ihre eigenen Gedanken fokussiert und diese an historischen Begebenheiten quasi entlangfährt.